Speed Badminton ist eine Mischung aus Badminton, Squash und Tennis. Es ist eine sehr schnelle Sportart. Im Gegensatz zu den anderen Sportarten gibt es kein Netz. Das heißt, es geht sehr, sehr schnell flach über den Boden. Speed Badminton ist die Firma, das vermischt man gerne, deshalb erwähne ich es vielleicht gerade nochmal. Eine Firma, die dahinter steckt und den Schläger, ich halte ihn mal so kurz hier rein, das ist so ein bisschen squashartig, wie man erkennt. Und das ist entstanden in Berlin. Aus, sage ich mal, dem Wunsch, etwas stabileres Federball zu spielen. Und da hat man dann eben letztendlich was draus entwickelt. Ich denke einfach, es ist sehr, sehr abwechslungsreich. Also wir haben hier Teilnehmer, die vorher Badminton gespielt haben, die Tennis gespielt haben, die Squash gespielt haben. Das alles vermischt sich jetzt hier. Jeder bringt seine Fähigkeiten mit ein und das ist einfach das Interessante. Ich habe vorher Badminton gespielt, habe dann an einem Spaßturnier teilgenommen, am Allersee fand das damals statt. Und das war gleich relativ erfolgreich. Bin dann in Kontakt geblieben mit dem Verein hier vor Ort, war dann ein, zwei Mal beim Training. Dann ging alles sehr, sehr schnell, die ersten Erfolge gehabt, Nationalmannschaft und dann mit Badminton mehr oder weniger aufgehört und beim Speedminton eingestiegen. Also ich komme vom Tennis, häufig fragt man ja, von welcher Sportart kommst du? Viele machen es als Zweitsportart, inzwischen sind auch einige, die das dann nicht mehr sag ich mal, als Zweitsport machen, aber ich mache es schwerpunktmäßig und komme eigentlich durch meinen Vater dazu, der auch Schlägersportler ist und war und das entdeckt hat. Ja, Bobspeed, das ist ein relativ junger Verein. Denke eine ganz gute Mischung aus jüngeren und älteren Leuten. Wir haben sehr viel Spaß zusammen, fahren auf viele Turniere gemeinsam, auch international. Macht sehr viel Spaß. Wir suchen Nachwuchs. Hier bei uns in Wolfsburg kann man sehr, sehr gut trainieren. Wir trainieren zweimal die Woche, Dienstag und Donnerstag. Infos gibt's auf www.bobspeeders.de. Kommt vorbei. Wir sind da sehr offen, trainieren mit euch. Dann haben wir zusammen Spaß.